Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. »Den wievielsten haben wir heute?« sagte er, sich an Alice wendend. Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice besann sich ein wenig und sagte, »Den vierten?« »Zwei Tage falsch«, seufzte der Hutmacher. »Ich sagte dir ja, dass Butter das Werk verderben würde«, setzte er hinzu, indem er den Hasen ärgerlich ansah. »Es war die beste Butter«, sagte der Faselhase. »Ja, aber es muss etwas Krumme mit hineingeraten sein«, brummte der Hutmacher. »Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen.« Der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig. Dann tunkte er sie in eine Tasse Tee und betrachtete sie wieder, aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. Es war wirklich die beste Butter. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Und ja, wir sind immer noch im Hutmacher-Schloss, sag ich mal. Ich glaube, wir sind wieder ein Stück zurück. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir waren da schon drüber gelaufen, hier, also hier durch. Ja, genau. Wir standen da oben eigentlich und machen auch noch gleich weiter. Und da gibt es jetzt den nächsten Gegner, und zwar den Augenpott. Die sind ganz schön fies. Und zwar, ja, machen die ganz schön Aua. Also die sind später, finde ich, viel leichter zu besiegen, wenn man die anderen Waffen hat. So. Ah, komm schon. Diese Attacke ist halt echt fies, und wenn man, also wenn man davon erwischt wird, dann ja, das macht richtig Aua. Also man muss halt immer dieses blöde Auge treffen. Katze. Na, oh, jetzt. Aua. Oh, jetzt ist er mich zweimal erwischt schon. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na, wir probieren es mal. So ist einfacher. Ui, da haben wir aber viel gekriegt. Oh, okay. So, wir gucken uns noch mal ganz kurz hier um. Laktation. Oh. Ey, 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 ey. Ja, das ist nämlich das Fiese daran. So, wir machen jetzt erstmal hier den Verfall. Zerfall, Dingsbums. Gut, und dann. Die sind so nervig, diese Augenpunks. Ich hasse die. Die haben mich auch im ersten Mal durchspielen echt immer fertig gemacht. Oh, hey. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal dann ein bisschen besser. Oh. Da kugelt etwas durch den. Was? Wo ist da noch? Oh, da! Herrje! Wie kommen wir denn da wieder hin? Ah, wir müssen wahrscheinlich hier rüber. Uiuiuiui. So, erstmal das Ventil aufdrehen und dann müssen wir irgendwie da hochkommen. Ah, da. So, ich nehme jetzt auch noch mit. So.
Na komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Ja, und dich machen wir auch noch gleich fertig. Die Verfalldinger sind ja nicht so schwer. Huh. Uiuiui. Oh, das Fundbüro. Gucken aber gerade noch mal da hinten hin. Nicht, dass wir hier was vergessen. Wir wollen ja eigentlich alles so weit einsammeln. Okay. Haben wir da drüben sonst... Ja, nee, ne? Wir nichts vergessen. Was war denn da unten? Also da... Ich mag da noch mal einmal rum. Müssen Sie das noch mal angucken. Ah, wir kamen vom Zucker. Das ist ja cool. So, da ist die Laktation. Das ist, glaube ich, ich hatte das, glaube ich, mal nachgelesen, da geht es ja hier um Milch. Wie man schon sieht, Milch in den Tee, Zucker zum Tee. Was haben wir denn hier? Ich habe es gar nicht gesehen, Himbeergelee. Tassen und Tellern. Ah, ja, okay. Service braucht man auch. Das ist ja cool. Das ist mir auch letztes Mal gar nicht so aufgefallen. Ah, da zeigt die Hand uns auch. So, wir gucken mal. Schrumpfsinn. Gibt es hier noch was? Oh, da an der Säule steht was. Das kann ich jetzt natürlich von hier aus nicht sehen. Was stand hier jetzt? Nichts. Okay. Auch gut. Und ja, genau. Ins Fundbüro müssen wir jetzt. Was stand denn hier drüben? An der Säule. Da war doch was, oder? Ich bin doch nicht doof. Doch, da. Ja, gut. Irgendwie, dass man da rüber muss und da das Ventil drin muss. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Ah, hier ist die Grinsekatze. Er ist zeitbesessen. Finde ihn oder deine Zeit könnte kommen. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Ja, das wird auch noch eine lustige Begegnung. Hui. Oh, jetzt können wir Alice unter den Rock gucken. Huh, schon wieder. Und sie hat schon immer noch keine Hüfte. So. Immer noch kein volles Leben. Sehr gut. Ah, hier hat man noch nicht den Stress mit den Platten. Das ist schön. Das werden wir dann, werdet ihr später noch sehen, was ich damit gemeint habe, mit dem Stress mit den Platten. Ah, okay, also hier geht es eh nicht weiter. Das heißt, wir müssen eh darüber. Also es sieht ja schon cool aus mit dem Tee. Das ist mir irgendwie... Das ist mir das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, gar nicht so aufgefallen. So, ja, es wird sich ja auch so ein bisschen gewünscht, dass ich ja öfter mal den Schrumpfsinn benutze. Ich vergesse den auch gerne mal, also darf man... gut und gerne mal auch meckern dann. Hm, wie komme ich denn da hoch? Gucken wir mal. Ja, also wie gesagt, da darf man gerne mal meckern oder wenn ich irgendwas vergesse oder so, darf man das gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil, also ich bin einfach manchmal ein bisschen vergesslich. Wow. Ja, ich wollte sie mir doch angucken. Sieht schon irre aus, finde ich. Also, ich finde, die Lichtverhältnisse sind hier drin ja gerade mal sehr geil. Dass das sich immer so ändert. Das haben sie sehr schön gemacht. Ich meine, klar, natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr so die beste Grafik. Ah, da steht was. Ah, da ist eine Erinnerung. Und ansonsten muss ich da hoch. Ja, dann holen wir uns, beziehungsweise seine Flasche. Holen uns doch erstmal, oder? Wie viele Zähnchen haben wir denn eigentlich? Das mag ich doch mal ganz kurz gucken. 459. Ja, dann können wir ja bald die Pfeffermühle upgraden. So, und hier, das habe ich erzählt mit den Platten. Und die bewegen sich halt alle jetzt schön hin und her. Nächste Platte ist da.
Okay. Ui. Sieht ja schon nicht schlecht aus, ne? Die Flasche hier. Gibt's hier noch was? Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Außer diese schöne Steampunk-Umgebung. So, machen wir uns mal auf den Weg zurück. Das sieht so irre aus, wenn sie schwebt. Ja, ja, man merkt die Begeisterung immer. Also, wie gesagt, ich sag's einfach nochmal, es ist einfach mein Lieblingsspiel. Und dagegen wird man nichts unternehmen können und deshalb ist, also, ich werde euch das noch ganz oft sagen, wie toll das hier ist. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache von so einem Spiel. Das ist ja... Also viele sagen ja hier, Spiele sind interaktiver Film oder so. Und ja, das muss doch begeistern. Das ist doch schön. Und ich finde, es gibt auch für einen... für einen Entwickler nichts Schöneres, als wenn Leute total begeistert sind von dem, was sie gemacht haben und sich total dafür begeistern können und dieses Spiel im Prinzip leben. Anstatt es einfach nur so, ja, ich spiele halt mal und es ist ganz okay. Also... das ist doch... Da kann man sich doch nichts Schöneres wünschen. Ah, super. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Platziere die Uhrwerkbombe nahe der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um die schwache Struktur zu zerstören. Okay. Drücke B, um die Uhrwerkbombe zu werfen. Wir zerstören hier aber erstmal das alles. Da oben wahrscheinlich. Genau, so sieht das dann aus. Und so sieht die coole Uhrwerkbombe aus. So, und B, um sie zu zünden. Und hui, ist es weg. Die Uhrwerkbomben sind so genial. Liebe, guck dich mal an. Hier, Hut, kleiner Hase und pfui, weg ist es. Sicher eine Erfindung des Hutmachers. Jetzt hätte der Hase wahrscheinlich auch keinen Zylinder auf. Sehr klug, Marek. Sehr klug. Oh, 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 oh. Was ist hier denn schon wieder los? Der kam aber unerwartet. Was war denn da unten noch? Da kamen wir auch her, ne? Achso, ja, das war da, wo ich hochge... Naja, okay. Gut. Fundbüro. Weiter geht's. Das Fundbüro. Ah, 515, ne? So, bevor wir weitergehen, machen wir ein Waffen-Upgrade. 475 Zähne und dann einmal die Pfeffermühle upgraden. Und man sieht's schon... Wenn man ein bisschen drauf achtet, später sieht man es deutlicher. Die Waffen kriegen auch immer einen anderen Skin. Das können wir nicht zerstören, aber da ist eine Erinnerung. Die hätte ich gerne. Ja. Wie komme ich da hin? Moment. Ja, da ist eine Hauserinnerung. Mhm. Ah, da ist ein Schlüsselloch. Ah, okay. Hier will ich eh noch hin. Weil die Kisten hatte ich erspäht. Sehr spät. So. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Oh, bitter, wie sie recht hatte. So, und jetzt kommt, finde ich, ein besonders schöner Teil in diesem Spiel. Wir sind gespannt. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf.
Und somit haben wir den ersten Schlüssel und den ersten Teil unserer Erinnerung zurück. Wir sind sozusagen jetzt durch die Eingangstür ins Haus gegangen und... erledigen wir es mal. Bei geringer Gesundheit hat Alice die Möglichkeit, in Hysterie zu verfallen. Verfalle in Hysterie, indem du LS klickst. Im Zustand der Hysterie kann Alice nicht verletzt werden und sie richtet mehr Schaden an. Aber Vorsicht, Hysterie ist zeitlich begrenzt. So, dann zeige ich es jetzt mal. So. Das ist super cool, das sieht so geil aus. Wir sagen jetzt die Monster Alice. Die letzten Kräfte zusammengesucht, um die Gegner nochmal niederzumähen. Es sieht einfach so genial aus. Okay, da gucken wir gleich vorbei. Also das ist... Ich finde es immer wieder schön, diesen Hysterie-Modus. Gibt es auch ganz tolle Cosplays dazu, habe ich schon gesehen. Irre, also dieses... Das ist eine total geile Überlegung. Und ich habe das Artbook dazu zu diesem Spiel und da ist das super geil erklärt. Und halt diese Entwicklungen gezeigt und so. Ja, und jetzt machen wir erstmal weiter. Aktiviere den Zielmodus, indem du RS klickst. Schieße auf den Schalter, wenn er rot und inaktiv ist. Wieder grün, ist er aktiviert. So, das ist der nicht schönste Teil überhaupt. Ich kann nämlich hier überhaupt nicht gut zielen. So, manchmal später gehen diese Zielscheiben auf Zeit. Finde ich sehr uncool. Wir gucken noch einmal rum. Jo, da lang zum Hutmacher. Okay. Verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch runter, den Schlunter, denn die Eingeweide winden. Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher, ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste, ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt.